Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Ich freue mich wahnsinnig auf eine Fahrt mit Joachim Schoss, dem Gründer der Scout-Gruppe. Er ist auch Investor in unterschiedliche Startups und ich werde mit ihm über den Werdegang der Scout-Gruppe sprechen und natürlich auch über Deutschland. Wie sind wir eigentlich gut aufgestellt, was die Digitalisierung angeht, die Industrie und die Startup-Welt und wo haben wir noch Luft nach oben? Ich freue mich sehr auf die Fahrt mit ihm. Lieber Joachim, herzlich willkommen im Change Rider. Danke, freue mich sehr, hier zu sein. So, also ich habe mir ja lange überlegt, okay, was könnte jetzt so die erste Frage sein? Ich sag mal, Wandel ist ja ein großes Thema. Du hattest ja, ich habe dich ja auch kennengelernt bei dem Gründerfrühstück in München. Da hast du ja sehr offen über deine, ist ja schon eigentlich schon fast Nahtoderfahrung gesprochen, der schreckliche Unfall, wo du da vom betrunkenen, glaube ich, Golffahrer da über den Haufen gefahren worden bist. Willst du da vielleicht kurz mit starten? Also was das auch mit deinem Leben gemacht hat, jetzt auch als Mensch, aber vor allem dann auch positiv die Brücke schlagen. Also bisher sprühst du ja auch vor positiver Energie. Das finde ich ganz, ganz großartig, sage ich mal, wie denn überhaupt die Digitalisierung dann eben Menschen mit wirklich Behinderung auch hilft, da irgendwie genau auch besser und genau würdevoller und fröhlicher durchs Leben zu kommen. Ja. Ein spannendes Thema, gerade hier in einem Tesla. Ich habe ja mal vor 20 Jahren Scout24 gegründet mit ein paar Freunden zusammen und das war eine Aufbauphase und dann habe ich vor 15 Jahren leider auf einer Motorradtour in Südafrika einen sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, Arm verloren, Bein verloren und wäre eben tatsächlich fast gestorben. Die Ärzte haben mich da schon aufgegeben, aber zum Stichwort Digitalisierung und Behinderung, zum Beispiel dieser Tesla, von dem ich auch einen zu Hause habe, ist natürlich ein wunderbares Produkt für jemanden, der nur einen Arm hat, weil durch dieses teilautonome Fahren kann ich jederzeit die Hand zumindest kurz vom Lenkrad nehmen und statt irgendwelche anderen Dinge bedienen. Da gibt es auch eine ganze Reihe anderer Beispiele für tolle Produkte aus der digitalisierten Welt, die Menschen mit Behinderung helfen, zum Beispiel so eine Brille Orcam, so ein bisschen wie Google Glass, das auch versucht hat, aber ich glaube Orcam hat da Google Glass schon rechts überholt, die zum Beispiel Blinde quasi sehend machen. Da schaust du irgendwo hin und dann liest dir die Brille vor, was da steht. Auf der anderen Seite, was auch durchaus bedenklich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Altersgründen oder aus Gründen zum Beispiel einer geistigen Behinderung nicht mehr in der Lage bin, die weitergehende Digitalisierung zu managen für mich. Also wenn ich nicht mehr ein Smartphone bedienen kann oder nicht mehr selber einchecken kann am Flughafen oder auschecken kann im Supermarkt oder sowas, da entsteht in gewisser Weise eine neue Behinderungsform, Digitalaversität. Ich bin mal auf einem Vortrag gefragt worden, ob ich lieber auf meine Beinprothese, die also immerhin mein ganzes Bein ersetzen muss, weil ich nur noch 12 cm Oberschenkel habe, ob ich auf meine Beinprothese verzichten würde oder auf mein Smartphone. Ich habe da intensiv drüber nachgedacht und habe gesagt, ich glaube, in der heutigen Welt kannst du besser mit einem Bein und Smartphone leben, als mit zwei Beinen und ohne Smartphone. Kann mal jeder drüber nachdenken. Ja, jetzt war ja, also Scout ist ja eine natürlich ultra krasse Erfolgsstory, die eigentlich einen ganzen etablierten Markt ja sozusagen revolutioniert. Genau, wie war der Start? Sehr harzig und mit sehr viel Gegenwind und mit der Notwendigkeit für sehr viel Durchhalte. Ihr habt ja mit Immobilien angefangen, ne? Das war das Erste, ne? Ich habe mein Berufsleben angefangen als angestellter Unternehmensberater. Ich habe eine eigene Unternehmensberatungsgesellschaft gegründet und die dann irgendwann einmal verkaufen wollen und dann am Ende auch verkauft. Und einer der Kaufinteressenten war Perro Systems, also die Nachfolgefirma von Ross Perot, der EDS verkauft hatte, und hat Perro Systems gegründet. Und um uns ein bisschen, zu gewinnen, hat er uns nach Amerika eingeladen, zu so einer Tour durch sein Reich. Und da sind wir unter anderem in Chicago bei der Dublin Group, das ist eine Beteiligungsgesellschaft von Perro Systems gewesen oder vielleicht auch heute noch, zu Gast gewesen. Und da haben wir 1997 das Konzept von Online-Marktplätzen kennengelernt. Das hat uns total fasziniert, insbesondere weil Online-Marktplätze, wie man ja weiß,
natürliche Monopole sind. Das heißt, die Anbieter gehen dahin, wo die meiste Nachfrage ist, die Nachfrage geht dahin, wo die meisten Anbieter sind. Und das fanden wir super spannend. Und auf dem Rückflug von Chicago nach Frankfurt haben wir irgendwo 12 Kilometer über dem Atlantik auf 20 Blatt Papier Scout24 kreiert. Mein Freund Arndt Kwiatkowski, der dann ImmoScout-CEO war, und ich, und es waren noch zwei andere Kollegen aus der Unternehmensberatungshilfe. Ja, und gut, also sehr, sehr harte Aufbauarbeit, wo wir oft gedacht haben, ob das jemals gut gehen wird, oder eben auch, wenn die Verleger dann angekündigt haben, in dieses Geschäft zu gehen. Die Verleger mit ihren Kleinanzeigenseiten waren ja die Owner des Marktes, ja, genau, in den wir da eingedrungen sind. Vor allem ja auch hochprofitabel, ist ja absolut, großer Umsatzbringer im Kerngeschäft. Genau. Ja. Und ja, es lag einfach, die Chance lag einfach vor uns. Ne? Und wenn man so eine Chance sieht, dann musst du als Unternehmer ja dann auch zugreifen. Klar. Gibt es da so eine Geschichte in der frühen Phase? Also wenn ich mir ja Startups anschaue, dann fangen die ja immer schon so an, so mit ein bisschen fake it until you make it, und im Sinne von, also eigentlich nach vorne digital spielen, aber hinten noch total die analogen Prozesse mit Papier und mit keine Ahnung was. So. Also gibt es da so eine Geschichte von euch so in den Anfangsphasen? Wir hatten von Anfang an auch ein Callcenter. Und ich würde mal sagen, von den ersten 1000 Anfragen bei Immobilien-Scout sind wahrscheinlich 990 übers Callcenter gekommen. Das heißt, wir hatten da 30 Leute sitzen, die Anfragen entgegengenommen haben, um einfach Traffic für die Anbieter zu bringen. Ne? Weil sonst verlierst du die Anbieter wieder. Verstand. Wenn du zwar dann mühevoll da mal 10.000 Objekte eingeworben hast, aber es kommt nur jeden dritten Tag einer, der übers Internet sich die Objekte anschaut. Und wir hatten eine große Druckmaschine im Keller, wo wir dann Exposés ausgedruckt haben und den Leuten per Post nach Hause geschickt haben. Ja, und das war, also wie gesagt, es ist krass, kann man sich heute im Jahr 2018 gar nicht mehr vorstellen, aber war ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die rein auf digital oder rein auf online Klar. Ja, cool. Wenn du jetzt rückblickend schaust, also ich meine, ihr werdet ja auch wahnsinnige Zeiten der Höhen und auch der Tiefen gehabt haben. Ja. Sage ich mal, gibt es da jetzt rückblickend so vielleicht so zwei Dinge, wo du sagst, hey, die hätten wir irgendwie anders machen müssen, da die du auch teilen kannst im Sinne von Learnings? 200 oder? Okay. Also fang mal mit 1, 2, 3 an. Genau. Ja, also zum Beispiel, würde ich sagen, Selbstüberschätzung. Ne? Wir haben ja ganz viele Dinge gemacht. Wir sind, irgendwie gab es mal Scout24 vom Nordkap bis Sizilien, und wir waren also, was weiß ich was, in Schweden und in Italien sowieso und in England und Irland und ich weiß nicht, wo wir überall waren, natürlich viel zu früh expandiert. Die Überlegung war schon richtig: Wenn du in dem Markt gewinnen willst, musst du auch bei den First Movern sein. Aber wir haben uns natürlich total überschätzt, dass wir das alles gleichzeitig stemmen können. Ja, okay. Also das zeigt, was man da auch daraus lernen kann, ist, dass man sich dann viele Fehler erlauben kann, wenn man ein Geschäft hat, was eine hohe Marge abwirft. Ne? Also ich sehe auch immer wieder, und ich beschäftige mich heute auch mehr und mehr mit Social Entrepreneurship, wo die Marge schon minimal ist, und wenn du am Ende nur eine kleine Marge hast und du machst zwei Fehler, dann bist du halt Klar. Ich sag mal, du bist ja selber auch als ich sag mal Angel und als Investor eher aktiv. Ja. Wenn du jetzt auf Startup schaust, dann ist klar, dann ist natürlich der Business Case oder das, was sie halt machen, ist natürlich klar, das muss man sich halt anschauen, aber wahrscheinlich der Mensch immer ein wichtigstes Team. Was sind so da deine Grundanforderungen, wo du sagst, okay, also das müssen die Leute mitbringen, wenn sie das nicht mitbringen, dann kann der Case eigentlich noch so cool sein, aber da würde ich jetzt nicht reingehen. Also mein großes Glück ist natürlich, dass ich jetzt, weiß ich nicht, seit 30 Jahren hier in dieser Szene unterwegs bin und dadurch natürlich 1000 Leute kenne und insofern glücklicherweise auch bei vielen schon weiß, wo ihre Stärken und Schwächen sind und deswegen nicht mehr so überrascht bin. Weil wenn du Leute neu kennenlernst, haben sie ja alle immer nur Stärken, und die Schwächen lernst du dann erst sehr schmerzhaft in der Zusammenarbeit. Ne? Also das ist mal eines, wenn ich die Leute kenne, ist schon mal ein großer Vorteil. Und dann gibt es ja sogar Forschung darüber, was erfolgreiche Unternehmer oder was Menschen trennt und die einen zu erfolgreichen Unternehmern werden lässt und die anderen eben zu vielleicht weniger erfolgreichen oder gar keinen Unternehmern. Was sind diese Faktoren? Punkt 1, der Glaube, dass du der Herr deines Schicksals bist. Also wer glaubt, andere sind schuld, und wer immer die Ausrede hat, es ging nicht, weil irgendjemand anders was falsch gemacht hat, der sollte sicherlich nicht versuchen, Unternehmer zu werden. Als Unternehmer hast du die Verantwortung für alles und kannst dich nur in die eigene Nase fassen. Ne?
Und das Zweite ist, was viele Unternehmer auch ja ein bisschen unangenehm erscheinen lässt, ein ordentliches Selbstbewusstsein, also der Glaube daran, dass die auch hohen, selbstgesetzten Ziele von dir erreicht werden können. Und der dritte Punkt, der vielleicht am meisten differenziert, sogenannte Need for Achievement, das ist irgendeine Triebfeder, die in dir ist, die vielleicht übrigens auch nicht ein Leben lang in dir ist, aber die zumindest in der Zeit, wo du als Unternehmer unterwegs bist, in dir ist. Nach dem Motto, ich will irgendjemandem irgendetwas beweisen. Also, was weiß ich was, Söhne, die von ihrem Vater gesagt gekriegt haben, du kriegst das sowieso nicht hin. Oder okay. Wenn jemand mal in jungen Jahren, was weiß ich was, bei einer Freundin nicht gelandet ist, weil die gesagt hat, du bist mir zu doof. Oder was auch immer die Triebfeder sein kann, das können ganz unterschiedliche sein, die, wie ich immer sage, einen dazu bringen, um 23 Uhr doch noch ein Angebot zu schreiben, das nur eine 1%ige Abschlusswahrscheinlichkeit hat. Ne? Okay. So, jetzt hast du ja in deinen 30 Jahren Beratung gesehen, du hast Unternehmen gesehen, du hast die Startup-Welt gesehen. So, und ich habe mal auf einer großen Konferenz gesagt, vor laufenden Kameras, wo ich ja nachher mit auseinandergenommen für, ich sage ja immer, wenn ja so etablierte Unternehmen mit Startups so zusammenarbeiten, ist das so von der DNA her so wie Nord- und Südkorea. Aber ich habe natürlich gesagt, ich sage jetzt natürlich nicht, wer ist, und natürlich ist der eine jetzt nicht schlecht, der andere gut, da sagt man, ja, wie kann man das machen und so, aber ich wollte ja nur die Unterschiede mal, also das ist einfach ganz krass Unterschiede haben. Wo siehst du die Unterschiede und warum sind die Unterschiede da und vor allen Dingen jetzt das Wichtigste, genau, also wie können denn überhaupt trotz der Unterschiede Startups und Unternehmen zusammenarbeiten, ja, und wie kann denn auch, sage ich mal, vielleicht aufgrund von fehlenden DNAs dann auch vielleicht ein Industrieunternehmen oder ein großes Unternehmen in anderen Bereichen erfolgreich sein, wenn man, genau, wo man, ja, ich sag mal, durch den Veränderungsprozess durchgehen muss und der halt dann eben auch schwer ist, ja. Ja, ja. Also auf Nord- und Südkorea wäre ich jetzt nicht gekommen, aber wie Hund und Katze oder Feuer und Wasser. Alles klar, ich nehme auch nächstens Feuer und Wasser, das ist wahrscheinlich besser. Genau, okay. Ja, wie gesagt, ich habe also viel Zeit in meinem Leben mit großen Unternehmen verbracht, als Unternehmensberater oder auch als Aufsichtsrat und noch ein bisschen mehr Zeit mit Startups. Und daher kenne ich diese beiden Kulturen sehr gut und habe mir tatsächlich auch wirklich selbst den Kopf darüber zerbrochen, warum eigentlich die Schwierigkeit so groß ist, diese beiden Kulturen zusammenzubringen. Teilweise auch in Unternehmen, die schon etablierte Beteiligungsgesellschaften haben, also Unternehmensgruppen, und die auch Startups hatten, weil es unglaublich schwer war, die Startup-Mentalität innerhalb einer Unternehmensgruppe in die etablierten Unternehmen reinzubringen. Woran liegt das nach meiner Erkenntnis? Wenn ich ein etabliertes Unternehmen habe, habe ich als derjenige, der die Verantwortung trägt, vor allen Dingen mal die Verantwortung, den vorhandenen Wert zu schützen. Klar ist ja etwas da. Also, wenn es börsenkotiert ist, hat es einen Börsenwert. Und da haben die Aktionäre das gute Recht drauf, dass zuallererst einmal der Wert erhalten wird. Und zum Wert erhalten gehört das Angebot, auf dem hohen Niveau, wo es ist, zu halten und idealerweise auch immer noch ein bisschen besser zu machen. Aber Disruption gehört nicht unbedingt zu der Erwartungshaltung von Eigentümern von etablierten Unternehmen. Obwohl natürlich in der Zeit, in der wir heute sind, mit der Veränderungsgeschwindigkeit, in der wir sind, viele aufpassen müssen, dass sie nicht in die Kodak-Kiste reinfallen. Insofern gibt es ja definitiv die Notwendigkeit, sich mit Disruption auseinanderzusetzen. Aber um zu disruptieren, muss ich von der Persönlichkeitsstruktur eigentlich Revoluzzer sein. Ich muss alles Alte hinterfragen, ich muss kritisieren, ich muss anzweifeln und so weiter. Und wenn ich eben jetzt die Mentalität von einem Startup-Gründer nehme, der fängt bei Null an. 0,0. Es ist nichts zu verlieren, also er muss angreifen. Und wie komme ich als Startup an Finanzierung? Indem ich den Investoren eine möglichst große Geschichte erzähle, wie umfangreich und bedeutungsvoll die Veränderung ist, die ich mit meinem Startup erreiche. Ja. Wenn ich sage, was weiß ich was, keine Ahnung, ich habe ja im Zeitungsbereich einige Mandate gehabt. Wenn ich jetzt sage, okay, in Zukunft drucken wir die Zeitung vierfarbig, dann ist das etwas, wofür ich schon mal eine Zeitung haben sollte. Und dann kann ich als Eigentümer der Zeitung, also als etabliertes Unternehmen, kann ich sagen, meine Innovation ist jetzt eine inkrementelle. Ich gehe jetzt auf Vierfarbdruck. Aber als Startup kann ich mit dem Vierfarbdruck an sich nicht unbedingt jemanden hinterm Ofen vorholen. Wenn ich aber als Startup sage, ich bringe jetzt
Kleinanzeigen, um bei dem Beispiel Scout24 zu bleiben, ins Internet mit den gigantischen Vorteilen, die das hat. Überall Erreichbarkeit, 24x7, viel größerer Space im Internet, um auch Fotos zu sehen oder Videos von Wohnungen und so weiter. Dann habe ich eine echte Disruption. Und je größer ich die Story mache, desto mehr Chance habe ich als Startup auch entsprechende Finanzierung zu kriegen. Also ich habe total unterschiedliche Mentalitäten von den Revoluzern auf Startup-Seite, die alles hinterfragen müssen, jeden Stein umdrehen müssen und etwas komplett Neues bauen müssen, um attraktiv zu sein für Investoren. Und auf der anderen Seite die Verantwortlichen auf der Seite von etablierten Unternehmen, die schützen müssen, was da ist und die ganz, ganz vorsichtig. Und in den meisten Branchen herrscht ja auch ein solcher Druck, dass du alles ausoptimiert hast, ne? Also dass kein oder nicht viel Speck dran ist. Das heißt, du hast auch gar nicht die Freiheiten, mal 50 Leute zur Seite zu nehmen und zu sagen, jetzt denkt ihr mal darüber nach, wie wir unsere Welt disruptieren können. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich da Entrepreneurship an der Uni auch unterrichte. Die meisten Ideen, die vorher hervorkommen, sind ja gar nicht disruptiv, sondern sind eigentlich Ideen, die in Unternehmen reingehen. Stimmt. Wo du eigentlich Intrapreneurs brauchst, die dann solche Ideen verwirklichen. Disruptiv ist nicht so wahnsinnig viel. Also von 1000 Ideen sind wahrscheinlich 10 disruptiv. So, wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, du warst ja auch, oder bist immer noch, weiß ich gar nicht, ja auch nah an der Kanzlerin dran, warst da ja auch mal als Supporter, Berater, wie auch immer, aktiv bei ihr. Wo sagst du jetzt, okay, hey, da sind wir als Deutschland jetzt gut aufgestellt, ja, und da haben wir eigentlich eine gute Voraussetzung, um da auch wirklich was draus zu machen, und wo sagst du, hey, da haben wir noch große Dinge, große Schrauben zu drehen, und vor allen Dingen auch die Politik muss wahrscheinlich auch Dinge tun. So, wie siehst du uns da aufgestellt und was muss man eigentlich tun, um da nicht noch weiter, in Klammern, abgehängt zu werden? Was ich zur Politik insgesamt sagen möchte gerne: Wir sprechen ja hier über Startups und wie Startups die Welt verändern und dass Disruption eben nicht aus etablierten Strukturen herauskommt. Und die Politik ist eine total etablierte Struktur. Die Parteien sind total etablierte Unternehmen, die Demokratie ist zum Glück eine etablierte Institution und so weiter. Aber in der Zeit von heute mit dieser hohen Veränderungsgeschwindigkeit und weiter sich beschleunigenden Veränderungsgeschwindigkeit braucht es eben vielleicht auch, ich sag mal in Anführungszeichen, politische Startups. Also es braucht auch dieses revolutionäre Denken, was sich in der Wirtschaft, in den Startups niederschlägt und dadurch die Wirtschaft enorm belebt. Das braucht es auch viel stärker in der Politik. Also Greenfield Approach. Man könnte sich doch auch mal hinsetzen, fände ich noch eine spannende Aufgabe, würde ich auch dabei sein, und sagen, wie müsste denn ein perfektes Land aussehen? Komm, jetzt schauen wir uns doch mal alle Länder der Welt an und schauen uns an, was macht denn die basisdemokratische Schweiz gut? Was macht denn ein eher meritokratischer, aber auch ein Stück diktatorischer Staat wie Singapur gut? Nicht, dass man das unbedingt kopieren will, aber einfach mal wirklich sich diese Dinge anschauen und daraus Schlüsse ziehen und dann vielleicht eben auch mal 100 verschiedene Dinge ausprobieren. Man sicherlich kann die Bundesrepublik nicht komplett Dinge ausprobieren, aber man kann ja mal in irgendeinem Bereich andere Dinge probieren und mal schauen, was passiert. Ne? Ich denke, dass sowas wie Brexit-Wahl oder Trump-Wahl das Bedürfnis der Wähler widerspiegelt, Disruption zu bekommen. Und leider haben sie nur eine Option. In der Wirtschaft hast du dann 1000 Startups und aus den 1000 Startups setzen sich 1 oder 10 durch, die anderen 990 hinter sich lassen, ja, und dann Rest raucht er. Entsteht daraus eine Veränderung, die auch irgendwo Sinn macht, weil die haben sich eben mit besseren Konzepten durchgesetzt. In der Politik haben wir dann eine Alternative und dann wählt die Welt diese eine Alternative, um zu zeigen, es muss sich etwas ändern. Und das finde ich ja hoch riskant. Also dieses revolutionäre Element, was wir immer brauchen zur Veränderung, nicht offiziell zugelassen wird, dann kommt es eben inoffiziell. Und inoffizielle Revolution, glaube ich, wollen wir nicht. Da drohen dann Dinge, die wir nicht mehr beherrschen können. Ne? Deswegen müssten wir, ja, ich glaube, das wäre das Statement, wir müssten mehr Revolution auch in der Politik erlauben. Ja, gut. Lieber Joachim, gibt es mit Sicherheit, eine Scheitergeschichte? Also ich weiß nicht, dieser Unfall war jetzt natürlich kein Scheitern in dem Sinne, aber ist sicherlich die einschneidendste Veränderung meines Lebens. Du hast auch erwähnt, dass ich da ein NATO-Erlebnis bei hatte. Also wirklich, die Ärzte haben mich aufgegeben und ich war schon auf dem Weg zur anderen Seite.
Und die Erfahrung möchte ich wirklich sehr gerne teilen, was eben in den letzten Minuten meines Lebens passiert ist. Und ich habe dann viel darüber gelesen, was eben auch andere Leute da so in den letzten Minuten ihres Lebens erfahren, wenn sie das Glück haben, nochmal zurückzukommen, oder auch Leute in abstürzenden Flugzeugen und so weiter. Da ist keiner bei, der nach seinem Kontostand fragt oder der nochmal sich auf die Schulter klopft, was er für ein toller Typ gewesen ist und was er für Unternehmenswerte produziert hat und wie groß das Unternehmen war, was er gemacht hat. Alles so Dinge, wo ich mich klassischerweise mit positioniert habe. Sondern die Frage am Ende des Lebens ist, ich sag mal ganz verkürzt, habe ich genug geliebt? Wie waren meine Beziehungen zu den mir nahestehenden Menschen? War ich ein guter Vater, ein guter Partner, ein guter Freund, ein guter Bruder, ein guter auch Chef, auch Kollege, all diese Dinge. Aber wie habe ich mich denn im Einzelfall verhalten gegenüber meiner Umwelt? Das Thema, das ist jetzt ein harter Break nochmal, aber das Thema Lachen, so eine Story, wo der Joachim durch die Welt gegangen ist und, sage ich mal, wo dann Menschen über dich gelacht haben. Vor ewigen Zeiten stand mein Auto in der Tiefgarage und dann kam die Sekretärin von einem Kollegen und der Kollege war im Urlaub und deswegen durfte die Sekretärin den Stellplatz daneben benutzen, kam mit ihrem, ich glaube, Golf, kam zu mir und sagte, Herr Schoss, könnten Sie Ihr Auto vielleicht ein bisschen näher an der Wand parken? Ich komme mit meinem Auto nicht in die andere Parklücke oder Wand, Pfosten. Baby, gib mir den Schlüssel. Okay. Ich natürlich problemlos, wirklich. Da waren sicherlich noch 5 cm zwischen dem Pfosten und noch 20 cm zu meinem Auto, das Auto da reingefahren. Leider übersehen, dass hinten noch ein zweiter Pfosten war. Ich bin natürlich nach hinten ein bisschen weiter von meinem Auto weggefahren, weil es war ja doch relativ eng zu meinem Auto, und habe hier also hinten links 30 cm Kratzer, Zentimeter tief an dem zweiten Pfosten gemacht. Ne? Nein. Gut, bin ich ausgestiegen, habe zu ihr gesagt, ich bezahle das, aber tun Sie mir eingefallen, erzählen Sie es nicht gleich in der ganzen Firma. Bevor ich an meinem Schreibtisch saß, kamen schon die Kollegen. Ja, schön. Deine Nominierung für das Format hier, also im Sinne wirklich des positiven Wandels, Leute, die anderen Leuten auch Mut machen und die tolle Dinge tun. Aber mir fallen natürlich viele Leute ein. Wer vielleicht mal richtig Diversität hereinbringen würde, der Gründer von einem meiner EdTech-Startups, der war nämlich 16, als er gegründet hat, ist jetzt 18. Ja, krass. Alexander Degenhardt, den würde ich mal empfehlen. Der würde sicherlich bereichernd als 18-Jähriger über die Sichtweise auf Digitalisierung aus der Altersgruppe sprechen. Okay. Ja, perfekt, super. So, last but not least, dein Appell in Bezug auf den Wandel. Ich glaube, Artificial Intelligence wird einen wesentlichen Einfluss auf die Welt haben. Okay. Ich weiß nicht, ob man noch mit Appellen so wahnsinnig viel erreichen kann. Ich glaube, wir müssen uns eher darauf einstellen, dass die Welt der Zukunft von anderen Kontinenten beherrscht wird als von Europa. Also ich glaube, da kommen Dinge auf uns zu. Ich möchte zum Beispiel nicht von meinen Kindern mal gefragt werden, wie ich meinen Vater gefragt habe, der 1923 geboren ist und die Nazi-Zeit mitgemacht hat, den ich natürlich gefragt habe, aber das hättest du doch kommen sehen müssen. Wie konntest du in der Hitlerjugend sein? Oder ja, klar. Sowas, ne? Und ich möchte nicht unbedingt, dass meine Kinder in einer wirklich technik-total dominierten Welt zu mir sagen, hey, ich habe gelesen, du hast da, oder ich weiß ja, du hast da auch bestimmte Dinge mitgemacht. Hast du eigentlich überhaupt nicht, wann hast du eigentlich gesehen, was da auf uns zukommt? Ja, lieber Joachim, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr inspirierende und bewegende Fahrt. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du auch das Format unterstützt. Und ich wünsche dir natürlich für die Family, wo du ja schon vorgelegt hast, alles, alles Gute, Gesundheit, viel Freude und natürlich weiterhin Erfolg und viel intrinsische Motivation und Spaß in deinem Leben. Vielen Dank. Dir auch. Hat Spaß gemacht. Danke.